Info. Nachrichten. 13 Uhr. Güterzüge sollen leiser werden. Kühne Hörmann begrüßt Verbot von Kinderehen. Möglicherweise Anschlag auf Rialto-Brücke vereitelt. Das Wetter sonnig, im Norden auch einige Wolken, bis 22 Grad. Mein Name ist Jürgen Kolb. Der Bundestag hat ein Gesetz gegen Schienenlärm beschlossen. Profitieren sollen davon unter anderem die Bewohner des Mittelrheintals. Ab Ende 2020 werden damit in Deutschland nur noch Güterwagen zulässig sein, die mit sogenannten Flüsterbremsen ausgerüstet sind. Dirk Rodenkirch. Die neue Bremstechnologie soll die Rollgeräusche auf den Schienen mindern und damit den Lärmpegel möglichst halbieren. Doch Ausnahmen sind möglich. Güterzüge mit lauten Wagen müssen dann aber so langsam fahren, dass sie nicht mehr Lärm machen als moderne Wagen. Für eine bestimmte Zeit ausgenommen vom Fahrverbot werden wohl auch Güterwagen, für die es keine Austauschteile gibt. Das Eisenbahnbundesamt soll überwachen, dass die Vorschriften eingehalten werden. Bei Verstößen gegen das Fahrverbot sollen bis zu 50.000 Euro Bußgeld fällig werden. Die hessische Justizministerin Kühne Hörmann hat die Einigung der Bundesregierung auf ein Verbot von Kinderehen begrüßt. Sie kritisierte allerdings, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung Ausnahmen im Bereich der 16- bis 18-Jährigen zulässt. Es sei schwer nachzuvollziehen, dass man das Ehemündigkeitsalter für Deutsche auf 18 Jahre heraufsetze, bei im Ausland geschlossenen Ehen aber Familiengerichte über die Rechtmäßigkeit entscheiden lassen wolle. Auch wenn die Ehemündigkeit in vielen Ländern der Welt bei 16 Jahren liege, müssten doch manchmal die Umstände, wie solche Ehen zustande kommen, angezweifelt werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass junge Mädchen mit Gewalt und Drohungen in diese Verbindungen gedrängt wurden. Nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin in Freiburg ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 19-Jährige im Oktober vergewaltigt und dann ermordet zu haben. Der Flüchtling war fast ein Jahr vorher ohne Papiere nach Deutschland gekommen. Da er angibt, 17 Jahre alt zu sein, soll er nach dem Jugendstrafrecht angeklagt werden. Zwei Expertengutachten legen zwar nahe, dass der Verdächtige mindestens 22 Jahre alt ist. Laut Staatsanwaltschaft konnten Zweifel daran aber nicht ausgeräumt werden. Die Wassergebühren der Stadt Kassel sind zu hoch. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Damit gab es zwei Bürgern Recht, die gegen die Gebührenbescheide geklagt hatten. Konkret geht es dabei um eine Abgabe für die Nutzung des Kasseler Rohrleitungssystems. Das kostet jeden Haushalt rund 60 Euro pro Jahr. Die Richter entschieden, dass die Wasserkunden diese Summe nicht bezahlen müssen. Erstattet werde das Geld aber nur jenen Kunden, die gegen die Wasserrechnung Einspruch eingelegt hatten. Die Stadt Kassel prüft jetzt, ob sie gegen das Urteil vor das hessische Verwaltungsgericht zieht. In Venedig ist möglicherweise ein Anschlag auf die berühmte Rialto-Brücke verhindert worden. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Vorausgegangen war eine Razzia, bei der Ermittler nach eigenen Angaben eine islamistische Terrorzelle ausgehoben hatten. Jan-Christoph Kitzler. Drei Festnahmen und 12 Hausdurchsuchungen mitten in der Altstadt von Venedig, meldet die italienische Polizei. Unter den drei festgenommenen Dschihadisten aus dem Kosovo ist auch ein Minderjähriger. Die Polizei war der Gruppe schon seit Monaten auf der Spur, hatte eine Radikalisierung der Männer festgestellt. Auffällig war unter anderem auch die Begeisterung der mutmaßlichen Terroristen über den jüngsten Anschlag in London. Offenbar hatten sie sich auch Informationsmaterial zum Nahkampf aus dem Internet heruntergeladen. Die Männer kommen demnach aus dem Kosovo und arbeiteten zum Teil in Restaurants als Kellner. Einige hatten offenbar konkrete Pläne, auch nach Syrien zu gehen, um sich dort islamistischen Milizen anzuschließen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Es ist meist freundlich bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht ist es oft klar, es kühlt ab auf 11 bis 5 Grad. Morgen scheint meist die Sonne und es wird noch wärmer, 19 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Das Wochenende wird wieder wechselhafter, teils sonnig, teils bewölkt und ab und zu Schauer. Am Samstag bis 21, Sonntag bis 20 Grad. Die Zeit, es wird 13 Uhr.
10.05 Uhr. Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum. Vorsicht auf der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Darmstadt-Eberstadt und Darmstädter Kreuz. Dort liegen Spanngurte auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden. Zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wiesbaden-Mainzer Straße liegt ein Unterlegkeil auf der Fahrbahn. A6 Heilbronn Richtung Kaiserslautern zwischen Viernheimer Dreieck und Mannheim-Sandhofen. 3 Kilometer stockender Verkehr wegen Mäharbeiten. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Mehr habe ich nicht zu sagen. HR Info.